sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Star Wars Rosenheim nach dem Spiel gegen den ESV Kaufbeuren. Ich darf ganz herzlich den Gästetrainer begrüßen, Uli Hegen. Selbstverständlich unseren Trainer Franz Stehr. Wir schauen ganz kurz auf die anderen Ergebnisse. Der EV Landshut liegt zurück mit 4:5 gegen die Dresdner Eislöwen. Die Bietigheim Steelers gewinnen mit 3:2 gegen die Frankfurter Löwen. Die Heilbronner Falken, die liegen zurück mit 2:5 gegen die Lausitzer Füchse. Die Eispiraten Krimmitschau führen mit 3:0 gegen Bad Nauheim. SC Rissersee 2, Ravensburg Towerstars 0 und die Fischtown Penguins haben einmal getroffen, die Kassel Huskies zweimal. Das Ergebnis heute 4:1 für die Star Wars Rosenheim gegen eine Mannschaft, die mit laut Spielbericht 10 Spielern angereist ist, 10 Stürmern. Wie schwierig ist das, in so ein Spiel zu gehen mit 10 Stürmern? Guten Abend zusammen, zuerst einmal Gratulation an Franz und seine Mannschaft. Gut, wir sind natürlich jetzt nicht das erste Mal in der missligen Lage, dass wir wenig Spieler haben. Wir haben einige verletzte Spieler. In den ersten 15 Spielern, wenn 4 Stammspieler, unter anderem der Torwart, fehlt, ist es schwierig. Die Zeit machen wir aber jetzt schon seit einigen Wochen mit. Zum heutigen Spiel, ich glaube, wir haben ein gutes erstes Drittel gespielt. Gut, glücklich in Überzahl. 1:0 geführt, aber 5 gegen 5 bin ich zufrieden mit der Mannschaft im ersten Drittel. Aber das, was im zweiten Drittel passiert ist, da kann man kein Spiel gewinnen, wenn man dumme Strafzeiten macht. Man kann jetzt immer sagen, die waren korrekt oder nicht korrekt, aber Strafzeit ist, wenn es der Schiedsrichter pfeift, und in dem Moment waren es Strafzeiten. Innerhalb von 3 oder 4 Minuten kriegen wir Strafzeiten und verlieren das Spiel dadurch, weil Rosenheim das genutzt hat, 3 Tore geschossen im letzten Drittel. Wieder 5 gegen 5, glaube ich, haben wir uns gut verkauft hier mit unserem kleinen Kader. Gut, am Schluss Torwart raus, da haben wir auch kein Glück gehabt. Wir haben alles probiert, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, bis auf die dummen Strafzeiten von einigen Spielern. Aber letztendlich hilft es nichts, wir haben 8-mal die Serie jetzt verloren. Das ist bitter für uns und da ist jetzt Seelenmassage angesagt, weil wir auch die letzten Spiele schon ordentlich gespielt haben, in unserem Rahmen ordentlich gespielt. Das ist so, wie Sie sagen, mit 10 Stürmer, wir können nur mit 3 Blöcken spielen, weil das sind 4 DNL-Spieler dabei. Ein Kompliment an unseren DNL-Torwart heute, Knorr, der hat sehr gut gehalten, der hat uns gut im Spiel gehalten, hat seine Sache für das erste Spiel in der Liga sehr gut gemacht. Und naja, gut, jetzt geht es für uns am Sonntag weiter. Es ist kein geringer als Landshut, und da werden wir versuchen, wieder zu Hause, ich hoffe, nicht so unintelligent spielen, sondern weniger Strafzeiten machen und bei 5 gegen 5 dann doch einmal versuchen, das Spiel zu gewinnen. Dankeschön. Die Seelenmassage, die Star Wars haben gerade 2 herbe Klatschen hintereinander kassiert und jeder muss mal mit solchen Situationen umgehen. Was sagen Sie Ihren Spielern dann? Ja gut, es gibt viele Möglichkeiten. Man kann individuell reden, man kann im Video die guten Dinge zeigen, natürlich muss man die auch darauf hinweisen, was sie schlecht gemacht haben, beziehungsweise auch mit den Strafen. Es ist nicht einfach jetzt, wenn man als Trainer 8-mal verliert, und wir haben ja nicht verloren, weil wir jetzt komplett waren und schlecht gespielt haben, sondern wir verlieren, weil wir nicht komplett sind, ganz gut mitspielen, aber gegen eine Spitzenmannschaft wie heute zum Beispiel gegen Rosenheim, da reichen halt 3, 4 Fehler, um das Spiel dann zu verlieren. Und das muss man, wie gesagt, wenn wir am Sonntag spielen wieder, muss man die Spieler darauf hinweisen, dass A, dumme Strafzeiten, individuellen Fehler, das muss man abstellen. Und dann können wir versuchen, das Spiel zu gewinnen. Wir brauchen jetzt unbedingt einen Sieg, weil irgendwann wird es auch mit der Seelenmassage nicht mehr nötig sein, weil die Spieler zweifeln ja an sich selber auch. Aber ich kann meiner Mannschaft heute von der Einstellung her bei 5 gegen 5 nur ein Kompliment machen, weil sie wieder alles probiert haben. Dankeschön. Franz? Ja, du hast auch ein bisschen Seelenmassage betreiben müssen und hast natürlich auch ein paar Sachen ausprobiert. Wenn ich nur an die Startformation denke, das war Trabuco, Tausch und Strakow. Wie ist dieses Spiel in deinen Augen dann verlaufen? Ja, wir haben, glaube ich, nicht gut angefangen. Wir haben, wie man hat es kennt, sehr unsicher. Da kriegst dann gleich so ein Tor, was wir schlecht verteidigt haben. Es ist nicht so einfach, wenn du 2 Spiele verlierst und
wenn man dann 8 Spiele in Serien verliert, das trägt nicht bei für die Sicherheit der Spieler. Die wissen dann nicht mehr, wie sie reagieren, was sie machen. Wenn du eine erfahrene Mannschaft hast, ist es noch einfacher. Wenn du aber eine junge Mannschaft hast, ist es vielleicht noch schwieriger. Das Erfreuliche ist, dass man halt 3 Überzahltore geschossen hat. Und ich habe es diesmal ganz anders gemacht. Ich habe Martin mit den Überzahlspielern in die Kabine geschickt und habe gesagt, so, Martin, jetzt machst du das mal. Vielleicht funktioniert es dann. Ja, Kompliment Martin, hat alles funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann hätte ich auch gesagt, der Martin was. Ja, es hat jetzt, wir haben mehr geschossen, mehr Druck aufs Tor, mehr Direktschüsse. Das haben wir halt im Vorfeld einfach nicht gemacht. Und wir haben sehr viele 1-gegen-1 Situationen trainiert. Wir haben am Dienstag etwas mehr gelaufen wie sonst. Haben dann wirklich eine lange Videosequenz drin gehabt, von dem Spiel von Frankfurt aufgearbeitet. Haben wir gesagt, wo fehlt es, was müssen wir machen. Es ist schwierig. Du musst auf der einen Seite müssen die Spieler wissen, dass es so nicht geht. Auf der anderen Seite, du hast die Spieler, mit denen musst du arbeiten. Du kannst vielleicht 1-2 austauschen oder mal einen nicht spielen lassen. Das geht ja alles. Aber im Endeffekt muss man da, glaube ich, ganz besonnen sein. Die Mannschaft, klar, die hat dann schon eine gute Reaktionszeit. Die haben wirklich hart gearbeitet, speziell das zweite Drittel. Da haben wir wahrscheinlich Druck entwickelt und wirklich uns gute Chancen erarbeitet. Und man hat gemerkt, dass die Sicherheit wieder ein bisschen zurückkommt. Und der Patrick hat dann auch sehr stark gehalten. Ich glaube, wir haben dann noch einen Pfostenschuss gehabt beim 3-1 von Kaufbeuren. Aber wir haben vorher vom Sommer einen Pfostenschuss gehabt, der hat halt auch keinen Schussglück. Wenn da mal was reinfällt, dann kriegen die ein Selbstvertrauen, dann läuft das alles auf einmal ganz anders. Das ist halt so im Sport. Da kann man nicht auf den Knopf drücken und sagen, mach das, mach das, mach das. Die Spieler wissen das, was nicht richtig ist, was falsch ist. Du zeigst es ihnen, aber sie müssen dann das umsetzen können. Und das ist ja für manche ja nicht so schwer. Also schwer. Der Knopfdruck, wenn man sich mal anschaut, wie dieses 1:1 gefallen ist. Kaufbeuren will sich aus der eigenen Ecke rausbefreien mit einem Lupfer. Trabucco fängt ihn ab, haut drauf und das Ding ist drin. Das ist ein Tor, das nicht unbedingt fallen muss, aber es ist gefallen. Und ab da hatte ich das Gefühl, sie glauben an sich und sie schießen öfter und dann sind die Chancen ja auch mehr geworden. Ja gut, wir haben 3 Überzahltore geschossen. Jetzt sind wir von 5%, jetzt haben wir so eine gewaltige Steigerung. Es ist ja nicht so, dass wir die nicht alles probieren im Training und da schaut es dann auch wieder gut aus, aber da die Spieler wissen, was die Überzahlspieler spielen, das ist alles, da kann man schon sagen, ja, warum machen sie das nicht, warum machen sie das nicht. Wenn der Spieler nicht überzeugt ist von sich, wenn er unsicher ist, dann trifft er meistens auch falsche Entscheidungen. Oder er will was spielen, was er nicht kann, das ist noch schlimmer. Ja, wir haben auch in Frankfurt viele Situationen gehabt, wir wollten die Scheibe tief bringen, dann habe ich es ihnen gezeigt, sage ich, schaut her, was haben wir ausgemacht, was habt ihr gemacht? Es funktioniert so nicht. Wir müssen den einfachen Weg gehen. Unsere Mannschaft, die hat das Talent nicht, dass sie alles spielerisch lösen kann. Wir müssen hart arbeiten. Und das habe ich in den letzten 2 Spielen etwas vermisst, den richtigen Biss. Vielleicht haben sie auch nicht so können vom Training her. Das ist schwierig. Das ist ganz komplex und für einen Trainer ganz schwierig, wie du reagierst. Aber wir sind froh, dass wir das Spiel heute gewonnen haben und am Sonntag in Nauheim, ich glaube, das wird sehr, sehr hart. Die sind zu Hause sehr gut. Da müssen wir sehr gut uns darauf einstellen. Aber jetzt glaube ich, hoffe ich, dass wir wieder in die Spur zurückfinden. Dankeschön, Franz. Gute Nachrichten gibt es, wenn man so will, von Max Renner, der ist operiert worden. Dem geht es den Umständen entsprechend gut. Die Operation ist gut verlaufen. Gibt es denn Fragen seitens der Presse? Nein, das ist nicht der Fall. Dann freuen wir uns alle auf den Sonntag, 18.30 Uhr in Bad Nauheim. Gibt es wie immer live entweder bei Charivari im Radio oder über den Live-Ticker von Rosenheim 24. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende und unseren Gästen selbstverständlich eine gute Heimreise und viel Erfolg für die nächsten Spiele, weil das ist ja auch kein schönes Leben sonst.